Seit dieser Saison trainiert Sandro Schwarz die erste Mannschaft von Mainz 05. Und wir haben uns gefragt, wie genau wird man eigentlich Cheftrainer in der Fußball-Bundesliga? Ja, man muss erstmal bei den Vereinen, wo man vorher tätig ist, eine gute Arbeit absolvieren für die Entscheidungsträger im Verein bei Mainz 05. Und dann kommt irgendwann einer mal auf die Idee, dich anzurufen. Dann gehst du sozusagen nach Mainz 05 und dann wird es eine Entwicklung sein über deine Arbeit dann heraus zum Bundesliga-Trainer. So war die Entwicklung jetzt bei mir persönlich. Ist Trainer von Mainz 05 Ihr Traumjob? Ja, auf jeden Fall. Also generell Trainer zu sein, ist ein Traumjob, sich jeden Tag mit Fußball zu beschäftigen, sich mit Menschen zu unterhalten, Menschen einfach zu formen dann auch, gerade im sportlichen Bereich auch zu entwickeln. Das ist ein Traumjob und ich habe das große Glück natürlich auch, dass ich hier aufgewachsen bin, hier geboren bin oder geboren wurde dann auch und dann auch hier dementsprechend Bundesliga-Trainer sein darf. Und was finden Sie das Nervigste am Trainer sein so? Ja, verlieren nervt, definitiv. Das nervt richtig, wenn du Spiele verlierst, dann geht es dir nicht gut am Wochenende. Und trotz allem geht es dann aber auch wieder optimistisch zu sein, positiv zu sein für die nächsten Aufgaben. Was ist für Sie die Faszination Fußball? Ja, die Faszination Fußball ist einfach, dass du jeden Tag erstmal mit Menschen zusammen bist, dass du auch entwickeln kannst und dann aber auch, wo es dann ums Ergebnis geht am Wochenende und gerade im Leistungssport bei uns extrem wichtig und du hast immer eine Emotionalität dabei. Das ist einfach als Spieler schon für mich sehr wichtig gewesen und jetzt als Trainer auch. Und ich finde, das ist einfach, du weißt nie, was passiert im Fußball, sondern da gibt es so viele Faktoren, die dann einfach eine Rolle spielen, auch im Spielverlauf heraus und das macht es so spannend. Wo glauben Sie, wird Mainz 05 am Ende der Saison stehen? Da, wo alle glücklich sind mit dem Ziel Klassenerhalt. So, das ist primär unser Ziel, ganz klar. Und das werden wir auch schaffen. Vorher waren Sie Trainer bei einer U23-Mannschaft. Mhm. Und gibt es dort einen Unterschied zur Arbeit mit den Profis? Nein, in der täglichen Arbeit eigentlich nicht. Also was das Trainingspensum angeht, was die Belastungssteuerung angeht, da gibt es keine Unterschiede in dem Sinne, sondern der größte Unterschied ist einfach die Bewertung von den Ergebnissen am Wochenende. Das ist nochmal ein großer Unterschied, U23 und jetzt auch die Profimannschaft, erste Mannschaft. Aber von der täglichen Arbeit oder auch von dem Umgang mit Menschen ist da kein großer Unterschied. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Dankeschön, Top.